Ich hatte etwas Unmögliches gewagt. Ich hatte sogar mein Leben riskiert. Für einen Hund. Für einen Hund, weil ich ihn liebte. Ich hatte es geschafft. Ich hatte ihn gerettet. Ich empfand nicht nur ein tiefes Glück, sondern etwas Unbeschreibliches, etwas sehr Großes. Und als ich so fühlte, dass es meinen ganzen Körper mit einem süßen Schmerz durchströmte, wusste ich, dass ich mich nach einem solchen Gefühl immer gesehnt hatte. Er trank einen Schluck, sah mich dabei über den Rand des Glases an. Sie haben keinen Hund, Sie lächeln so. Menschen, die nie mit einem Hund gelebt haben, verstehen das nicht. Aber Liebe ist Liebe, sagte er mit einer Bestimmtheit, als erwarte er meinen Widerspruch. Ich glaube, dass ich um den Hund meiner Kindheit nicht weniger getrauert habe als um meine Großmutter, sagte ich. Ich verstehe das. Wenn ich wirklich gelächelt habe, dann eher, weil ihre Rettungsaktion sie so glücklich gemacht hat, dass sie danach offenbar ihr ganzes Leben über den Haufen geworfen haben, samt ihrer Gesundheit. Herr Lanz winkte der Kellnerin, die, nachdem die Regengäste abgezogen waren, wieder ansprechbar war, und bestellte noch zwei Gläser Wein. Über den Haufen geworfen habe er es eigentlich nicht, sagte er. Es sei eher zusammengebrochen, aber das sei eine lange Geschichte. Er sah in das leere Glas vor ihm, als ließe sich darin etwas erkennen, schüttelte den Kopf und schwieg. »Wie geht es Ihrem Hund?«, fragte ich, um das Gespräch wieder zu beleben. »Der ist nicht mehr mein Hund. Den hat meine Frau behalten und geschworen, dass ich ihn nie wiedersehe. Unsere Kinder sind erwachsen, mit denen konnte sie mir nicht drohen, aber mit dem Hund. Sie hat behauptet, ich würde den Hund mehr lieben als sie. Und als sie das sagte, wusste ich, dass sie recht hatte. Ich liebte sie weniger als den Hund. Eigentlich liebte ich sie gar nicht mehr. Ich hätte nicht sagen können, seit wann ich sie nicht mehr liebte. Es war allmählich passiert und ich hatte mich daran gewöhnt.